Ach, jetzt macht man direkt hier oben. Ich muss zum Bogen ein bisschen mehr aufladen. Mit 20 was? Ja. Das wird zu einem großen Problem. Ich muss hier einfach was durchschauen, was der Angriffsmuster ist. Soll auch keinen richtigen Fokus gibt.
hier noch mehr Gegner erscheinen, hilft mir natürlich nicht. Okay, das ist natürlich doof, dass mich das treffen darf. Es ist kein einfacher Gegner. Schon.
Okay. Gut, zweite Chance. Zu früh gesprungen. Also, nett, wenn hier nicht 100 Gegner wären. Zumindest gefühlt 200 Gegner, die alle viel zu stark sind. Das war auch hier nicht schön, dann von Angriff. Darf ich das wieder treffen?
Let's see. Hat ja auch noch was viel zu lange gedauert. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. Just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning knowing I would never leave our home without her. Turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. Forget her.
the life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Okay. Ja, das ging ja doch irgendwie. Selbst wenn es sehr schwierig war. Aber na gut. Ich denke, ich da wahrscheinlich sowieso zwei Parts draus machen werden. Wenn ich hier an der Stelle auch schon bin. Ich denke, ich habe was zu sehen. Lasst mir schon, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts davon habt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Kingdom Bridge of Spirits wieder. Ciao.